Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Wolf Aqua, dein Kanal rund um die Themen Hortikultur, Aquaponik und Aquakultur. Und heute reden wir mal über den afrikanischen Wels. Viel Spaß beim Video! Bevor es jetzt hier richtig losgeht mit dem Video, noch kurz ein paar Worte zu meinem Kanal. Ich möchte auf diesem Kanal Wissen und Know-how vermitteln in den Bereichen Aquaponik, Aquakultur und Hortikultur, also Gartenbau, damit wir unsere Welt etwas nachhaltiger oder zumindest etwas ressourceneffizienter gestalten können. Bei der näheren Analyse meines Kanals ist mir aufgefallen, dass über 80% der Zuschauer keine Abonnenten sind. Damit wir aber dieses Wissen über Nachhaltigkeit, Aquaponik, Aquakultur weiter verbreiten können, würde es sehr hilfreich sein, wenn mehr Abonnenten auf meinem Kanal sind, damit die Leute dieses Wissen einfacher und schneller finden können. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wenn euch das Video gefällt, das Video auch liked, damit mehr Leute schneller den Zugang zu diesem Know-how finden. Aber jetzt mehr zum afrikanischen Wels. Der afrikanische Wels, wie der Name schon andeutet, kommt ursprünglich aus Afrika und besiedelt dort die großen Flusssysteme und Seen. Es gibt weit mehr als eine Art von Welsen in Afrika, aber ich beziehe mich heute auf den Clarias garipinus, weil das ist die Welsart, die hier auch in Europa im Warmwasserkreislaufanlagen kultiviert wird. Beziehungsweise auch Kreuzungen mit ihm werden hier in Europa kultiviert. Dieser Fisch hat sich an die Gegebenheiten in Afrika angepasst. So zum Beispiel, wenn es in der Trockenzeit das Wasser verdunstet ist, liegt dieser Fisch eng beieinander. Die Fische stapeln sich teilweise wirklich regelrecht übereinander in dem verbliebenen Wasser, was noch vorhanden ist. Dadurch kann dieser Fisch heutzutage in einer relativ hohen Besatzdichte in Kreislaufanlagen gehalten werden. In kommerziellen Warmwasser-Kreislaufanlagen hier in Europa sind Besatzdichten von 200 Kilogramm pro Kubikmeter und mehr keine Seltenheit. Zu dem Thema Besatzdichte habe ich bereits ein Video gemacht und ich verlinke es euch hier oben in der Infokarte. Eine weitere Anpassung dieses Fisches ist, dass er Luft atmen kann. Also er kann quasi atmosphärische Luft aufnehmen und daraus seinen Sauerstoff gewinnen. Und das macht er mit dem sogenannten Blumenkohlorgan. Dieses Blumenkohlorgan sitzt hinter den Kiemen und ist da auf beidseitig vorhanden. Der Fisch kommt dann immer an die Oberfläche nach oben, schnappt Luft und belüftet dann quasi dieses Blumenkohlorgan mit atmosphärischer Luft und kann dann daraus seinen Sauerstoff aufnehmen. Durch die Anpassung, dass dieser Fisch Luft atmen kann oder Luft aufnehmen kann, ergibt sich eine gewisse Produktionssicherheit. Das heißt, selbst wenn mal der ganze Strom für mehrere Stunden ausfällt, muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, dass dieser Fisch erstickt, weil er nicht mehr atmen kann, weil er kann nach wie vor Luft aus der Atmosphäre aufnehmen, beziehungsweise Sauerstoff aus der Atmosphäre aufnehmen. Was allerdings wichtig ist, dass jetzt die Luft nicht zu kalt ist, weil auch diese Fische können eine Art Lungenentzündung bekommen. Das heißt, dieses Blumenkohlorgan entzündet sich, wenn die Luft zu kalt ist. Das heißt, man kann zwar warmes Wasser haben, aber man sollte auch immer warme Luft im Raum haben, damit die Luft, die der Fisch dann einatmet, über das Blumenkohlorgan nicht zu kalt ist. Zudem kann man mit einer relativ simplen Anlagentechnik sehr viel Fisch produzieren. Der Wels ist ein Raubfisch und in der freien Natur ernährt er sich von kleinen Fischen, wie zum Beispiel Tilapien. In einer Kreislaufanlage sollte eine gewisse Besatzdichte bei diesem Wels nicht unterschritten werden, weil ansonsten ein kannibalistisches oder ein sehr territoriales Verhalten auftreten kann. Und dann beißen sich die Fische gegenseitig und das sollte vermieden werden, weil jede Bisswunde kann auch wieder zu Verpilzungen und zu Folgekrankheiten führen. Deshalb sollte eine gewisse Besatzdichte nicht unterschritten werden. Ich habe zum Beispiel in meinem 500-Liter-Aquarium mit 25 Welsen angefangen, die relativ klein waren und immer kräftig gefüttert, weil wenn die Fische einen vollen Bauch haben, dann sind die eher träge und liegen teilweise auch einfach nur flach auf dem Boden rum. Wenn man diesen Fisch zum ersten Mal kultiviert und nach der Fütterung zum Aquarium kommt und in das Becken reinschaut, idealerweise so langsam, dass die Fische einen nicht mitbekommen, wird man sehen, dass die Fische eigentlich fast wie tot regungslos auf dem Boden rumliegen. Da sollte man sich dann nicht erschrecken, das ist ganz normal. Also insbesondere, wenn man die Fische gut gefüttert hat und danach ein bisschen Ruhe wieder ins Becken eingekehrt ist, dann liegen die Fische eigentlich wie tot, teilweise auch tatsächlich schon gestapelt übereinander, einfach auf dem Boden des Beckens und bewegen sich nahezu gar nicht. Und das bringt mich auch zu einem nächsten Punkt, nämlich zu der Wachstumsrate. Weil wenn die Fische nicht die ganze Zeit immer am Rum- und Herschwimmen sind, dann geht eigentlich das meiste Futter ins Wachstum, also in die Muskulatur des Fisches. Und das ist auch ein spannender Punkt, weil dieser Fisch oder der afrikanische Wels hat ein enormes Wachstumspotenzial. Es ist möglich, diesen Fisch von 10 Gramm auf 1,5 Kilogramm hochzumästen innerhalb von 4 bis 5 Monaten, wenn die Wassertemperatur und das Futtermittel stimmen. Also die Kulturbedingungen sollten idealerweise 26 bis 29 Grad Wassertemperatur sein und natürlich das passende Futtermittel. Dann ist es möglich, halt auch solche Wachstumsraten zu erzeugen bei einem Futterquotienten von 0,8. Das heißt, man braucht 0,8 Kilogramm Futter, um 1 Kilogramm Fisch zu erzeugen. Okay, man könnte sich fragen, wie ist das möglich? Gilt hier nicht der Massenerhaltungssatz?
Doch, der gilt auch hier. Man muss nur bedenken, dass das Futtermittel einen deutlich höheren Trockenwasseranteil hat als der Fisch. Der Fisch besteht ja im Wesentlichen noch aus Wasser. Die Vermehrung dieses Welses findet in sogenannten Brutanstalten oder Hatcheries statt. Die Vermehrung im Aquarium selbst ist leider nicht ganz so einfach möglich. Aber man kann mittlerweile in Deutschland oder auch in den Niederlanden eigentlich das ganze Jahr über Setzlinge bekommen. Mir gefällt an dem Fisch sehr gut, dass er sehr schnell wächst und dass man auch schon mit einer relativ kleinen Anlage den Fischbedarf einer Familie decken kann. Zudem hat er sehr wenige Gräten. Der Fisch hat eigentlich nur die Gräten am Bauchlappen und natürlich die Wirbelsäule. Und wenn man das Filet runtergeschnitten hat, ist das Filet direkt eigentlich grätenfrei. Und zudem hat er einen sehr feinen eigenen Geschmack. Aber der Geschmack eines Fisches allgemein hängt immer davon ab, wo der Fisch lebt und welches Futtermittel er bekommt. Also wenn das Wasser sehr, sehr dreckig und trübe ist und das Futtermittel auch nicht ganz so gut ist, dann kann man das teilweise im Fischgeschmack wiederfinden. Der Fisch hat aber auch selbst einen eigenen Geschmack, einen sehr feinen eigenen Geschmack. Und das teilt die Leute teilweise in, dass die es mögen oder gar nicht mögen. Ich hatte die Gelegenheit, während meines Studiums im Fisch-Einzelhandel zu arbeiten. Dort konnte ich dann auch den afrikanischen Wels vermarkten. Ich habe es natürlich auch den einigen Leuten angepriesen als nachhaltigen Fisch, oder als nachhaltige Alternative zu anderen Fischarten. Und die meisten meiner Kunden kamen eigentlich eine Woche später wieder zu mir und meinten, es hat leider nicht ganz so meinen Geschmack getroffen. Es gab aber auch Leute, die haben diesen Fischgeschmack wirklich sehr geliebt. Ich persönlich finde ihn sehr, sehr lecker, insbesondere wenn er geräuchert ist. Ich selbst habe diesen Fisch auch mit meiner Familie gegessen und da waren auch kleine Kinder dabei. Und auch die haben den Fisch gegessen, ohne dass es fischig geschmeckt hätte oder so. Es kann teilweise sein, wenn man zum Beispiel jetzt so eine Forelle oder was Forellenartiges isst, was ja schon mal einen kräftigen eigenen Geschmack hat, dass die Kinder dann sagen, das schmeckt mir zu fischig. Was ich nachvollziehen kann. Das war das erste Video von einer ganzen Reihe von Videos, die ich jetzt demnächst und über das Jahr hin produzieren möchte zum Thema der einzelnen Fischsorten, die sich für die Aquaponik eignen. Das war das afrikanische Wels. Vielleicht wird das nächste Video zum Thema Tilapia werden. Wer weiß. Und mich würde es sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, liked und auch die Glocke läutet. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt zu dem Video, postet einfach in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Video. Und ciao!